Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich euch meine Abendroutine in den Ferien zeigen, um genauer zu sein in den Herbstferien. Und wir reden auch gar nicht lange drum herum, sondern starten direkt mit dem Video. Ich bin jetzt wieder zu Hause und das Erste, was ich machen muss, ist meine Haare aufzumachen, weil immer, wenn ich einen Zopf oder so trage, ich habe so unnormal Kopfschmerzen. Ich habe jetzt gerade eben ein bisschen mein Zimmer aufgeräumt. Ich habe nämlich mich heute Morgen ja fertig gemacht, deswegen lag ich alles rum und ich habe noch Videos gefilmt und es musste alles jetzt einmal ein bisschen weg. Ich war gerade spazieren und ich liebe es einfach abends spazieren zu gehen. Wirklich, es ist so top. Sache, die zu meinem Abend eigentlich dazu gehören muss. Ich schaffe es absolut nicht jeden Tag, aber ich versuche das so oft wie möglich zu machen. Jetzt in den Ferien muss ich ja zum Glück keine Hausaufgaben machen und Gott sei Dank auch nicht lernen. Es war so schlimm vor den Ferien. Ich kann einfach chillen, einen Tee trinken und Videos filmen. Ich liebe es auch umfassbar, irgendwie YouTube-Videos zu gucken. Also irgendwie, jetzt besonders im Herbst, im Winter, Adventskalender-Unboxings oder einfach irgendwelche Vlogs, zum Beispiel die von Emma. Ganz liebe Grüße gehen übrigens raus an dich, Emma. Ich hab dich ganz doll lieb. Und ich bin mir zu 101% sicher, dass du dieses Video sehen wirst. Ich bin eigentlich kein Fan von so bärigen Tees, aber ich finde den gerade eben gar nicht mal so schlecht. Fertig mit meinen Nägeln. Ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder Nagellack drauf, weil ich super lange nicht mehr gemacht habe. Und ich weiß jetzt, wieso ich so lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe einen halben Nervenzusammenbruch bekommen. Einfach weil ich übermalt habe, dann muss ich es abmachen, war meine ganze Finger rot. Und ihr kennt das Spielchen bestimmt. Ich werde jetzt auf jeden Fall gehen und mich abschminken. Und ich zeige euch ganz kurz davor meine Produkte. Ich werde euch meine ganze Skincare-Routine zeigen. Als erstes benutze ich immer ein Abschminköl, aber nur für meine Wimpern. Das hier, dieses von Balea. Ich benutze es nicht mehr für meine Haut, weil ich habe mal gehört, dass es so weiße Pickelchen macht. Und die hatte ich, deswegen habe ich aufgehört, das für die Haut zu benutzen. Also ich habe immer Double Cleansing damit gemacht. Ich habe dann aufgehört, das für die Haut zu benutzen, wegen den Pickelchen halt. Und die sind tatsächlich weggegangen. Deswegen benutze ich das nur noch für die Wimpern und auf gar keinen Fall mehr für mein Gesicht. Das reinige ich dann nämlich mit diesem Reinigungsgel hier von AOK und ich finde das super. Und dreimal in der Woche benutze ich dann noch hier diese Bürste, die ist von Maybelline. Die hatte ich mal gratis bekommen bei Müller. Und ich finde die auch super, ich komme super damit zurecht. Ich würde auf jeden Fall jetzt sagen, ich schmink mich ab, gehe wahrscheinlich auch duschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Der nächste Step wird hier dieses Liquid Peeling sein. Das benutze ich heute zum zweiten Mal. Ich habe es erst vorgestern gekauft. Da habe ich euch ja auch in meinen Shorts mitgenommen. Das Ganze muss jetzt kurz einziehen und dann mache ich hier meine Creme drauf. Ich finde die echt cool. Ab und zu benutze ich dann auch hier einmal so eine Augencreme und dieses Wimpernserum. Das mache ich echt nicht immer. Also ich versuche es, aber meistens vergesse ich einfach, besonders dieses Wimpernserum hier zu benutzen. Deswegen kann ich da auch gar keine Meinung zu abgeben, weil ich es einfach nicht regelmäßig nutze. Ich habe gerade eben noch mein Bullet Journal ausgefüllt. Ich versuche das mittlerweile wirklich jeden Abend durchzuziehen. Ich finde, es ist einfach eine so schöne Erinnerung und ich liebe so sehr, das Bullet Journal zu gestalten. Aber ich benutze es so oft nicht, deswegen ist es eigentlich immer richtig traurig. Von daher versuche ich immer, immer, immer was auszufüllen, weil sonst wäre das irgendwie halt so voll die Verschwendung. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mein Bullet Journal für den November weiterzeichnen. Und in der Zeit muss ich mein Handy aufladen, weil ich habe genau 1%. Nein. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
Ich habe das Video gerade eben geschnitten, mir ist aufgefallen, ich habe an dem Abend gar nichts gegessen, aber ich hatte halt absolut keinen Hunger. Generell die ganze Routine war richtig random, aber das ist nun mal meine Routine in den Ferien. Dadurch, dass ich nicht lernen muss, keine Hausaufgaben machen muss oder so, kann ich einfach machen und sein lassen, was ich will. Und deswegen sieht mein Abend immer anders aus. Ich werde jetzt noch eine Person von euch grüßen. Und zwar die liebe Nele, sie hat einen super süßen Kommentar geschrieben. Ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Falls du auch gegrüßt werden möchtest, schreib das unbedingt so auch in die Kommentare, schreib deinen Namen dazu. Und diesen Emoji hier. Und vielleicht bist du beim nächsten Video mit dabei. Das nächste Video wird auf jeden Fall ein Weekly Vlog. Ich habe nämlich ab Montag wieder Schule. Und ich werde definitiv einige Klausuren zurückbekommen. Eine Halloween Party steht an und richtig viele andere coole Sachen. Und da werde ich euch mitnehmen. Deswegen doch auf jeden Fall auf den Abonnieren-Button, um das nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 12 Uhr wieder. Ciao, Leute!